Hallo und herzlich willkommen zu den Top 10 Super Nintendo Spiele aller Zeiten. Also meine persönlichen natürlich, weil das ist ja das Schöne an den Retro-Spielen. Ne? Jeder hat so seine eigenen Lieblingsspiele. Das meiste kommt immer aus der Kindheit. Ne? Welche Spiele man damals gespielt hat, welche Spiele man damals abgefeiert hat. Und das ist eben so das Fantastische, dass das jeder so seine eigenen hat. Auch meine Liste, da werden wahrscheinlich einige Titel dabei sein, wo ihr vielleicht die Nase rümpft oder euch denkt, ja, warum ist das jetzt ausgerechnet in dieser so einer Top-10-Liste zu finden? Aber viel ist wirklich aus meiner Kindheit entstanden. Es sind wirklich nur wenige Spiele, die ich jetzt mit dem Kanal neu entdeckt habe. Und das ist immer schönes Rumwühlen in der Kindheit, würde ich sagen. Auch ist die Liste von 10 bis Platz 1 natürlich jetzt nicht so in Stein gemeißelt. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Ihr habt natürlich Lieblingsspiele, aber da ist genau so zu sagen. Platz 5 ist genau Spiel XY oder irgendwie sowas. So genau kann man das natürlich nicht sagen. Ich habe aber einfach meine 10 Lieblingsspiele rausgeschrieben und mir einfach mal so angeschaut. Gut, das ungefähr kommt da diese Logik hin. Aber steingemeißelt ist das natürlich nicht. Auch ist das natürlich nur eine Momentaufnahme. Es kann natürlich immer wieder sein, dass ich über ein Super Nintendo Spiel stolper, was ich noch nie gespielt habe, was ich dann total abfeier plötzlich und total super finde. Ich habe natürlich schon viele Super Nintendo Spiele gespielt, aber natürlich bei weitem nicht alle. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, fangen wir mit Platz 10 an und das ist Pilot Wings. Ja, ich habe das auch gleich zum Start des Super Nintendos gehabt und es ist ein interessantes Spiel. Ich habe es damals sehr, sehr gerne gespielt, vor allem die Musik, die finde ich so schön entspannt und chillig irgendwie. Es ist auch ein etwas ungewöhnlicheres Spiel. Also das ist das Spiel von Nintendo selbst und die wollten damit so die Kraft des Mode 7 Chips zeigen. Das heißt, dieser Mode 7 Chip, falls euch das nicht unbedingt was sagt, das dient dazu, dass die Hintergründe so etwas skalieren, dass man so eine Art 3D-Effekt simulieren kann, obwohl es kein 3D ist. Und es ist ein friedliches Spiel. Ihr seid in einer Flugschule und müsst dort Flugprüfungen mit diversen Geräten absolvieren. Also vom Doppeldecker bis zum Fallschirmspringen, bis zum Jetpack ist alles dabei. Später gibt es auch Einsätze mit Kampfhubschraubern, aber das ist so eher die Ausnahme, wo ihr wirklich schießen müsst. Super friedliche Stimmung, sehr, sehr chillig. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal ein etwas anderes Spiel spielen wollt. Hat auch auf der Nintendo 64 einen Ableger bekommen und ich glaube für die Wii auch, aber da bin ich mir gerade etwas unsicher, was die Historie geht. Diese Konsolengeneration ist ja nicht unbedingt so mein Kerngebiet, deswegen ist da mein Wissen jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Aber Pilot Wings kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr mal einen etwas, ja, entspannten Titel haben wollt. Lasst euch nicht von der Optik und der Musik täuschen. Es ist später alles andere als leicht, aber mal ein etwas anderes Spiel und das ist fantastisch. Auf Platz 9 ist Goof Troop. Das habe ich tatsächlich erst durch meinen Kanal entdeckt. Beziehungsweise, ich habe es nicht selber entdeckt, fairerweise gesagt. Das wird ja oft in irgendwelchen Videos immer so ein bisschen als Hidden Gem gehandelt. Ja, Goof Troop ist das Spiel zu der Serie Goofy und Max. Beziehungsweise im Englischen halt Goof Troop, wo ja Goofy und sein Sohn Max Hauptrolle spielen und in diesem Spiel, das ist kein einfacher Plattformer, der irgendwie eine Lizenz versoftet wurde und verwurstet wurde. Nein, es ist ein Rätselspiel, was so ein bisschen Zelda-mäßig einen Anblick hat, also so ein bisschen schräg oben drauf und da wuselt ihr euch dann durch, müsst Blöcke verschieben, müsst gegen Piraten kämpfen, kann natürlich einige Gegenstände einsammeln, die euch dann weiterhelfen, wie zum Beispiel einen Enterhaken, womit ihr euch dann über Schluchten schwingen könnt und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel, auch super schöne Grafik, super Stimmung, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal ein schönes Rätselspiel haben wollt. Kommen wir zu Platz 8. Auch das Spiel habe ich erst durch meinen Kanal entdeckt und es ist Turtles in Time. Wunderbares Beat'em'up, steht wahrscheinlich bei vielen von euch in der Top 10 Liste und ich war damals wahrscheinlich wie viele andere von euch auch ein super riesen Turtles Fan. Ich meine, mutierte Schildkröten mit Waffen, die gegen Ninjas kämpfen. Was will man mehr? Ich glaube, da hat man wirklich bei der Kreation Peak erreicht, würde ich sagen. Und das wurde dann von Capcom oder was Konami, ich verwechsel die beiden leider immer. Da seht es mir nach, in ein super Beat'em'up hinein verwandelt. Grafik ist super, Sound ist super, Feeling stimmt. Ich habe es damals leider irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, aber ich hätte es definitiv sehr, sehr stark abgefeiert. Und das Beste in einem Spiel ist,
ihr könnt zu zweit spielen, ihr könnt es im Koop spielen, das macht dann nochmal doppelt so viel Spaß. Also es ist allein schon super spaßig und zu zweit ist es dann nochmal viel, viel besser. Super Spiel, ihr spielt die einzelnen Turtles mit ihren verschiedenen Waffengattungen, ne? Der Donatello zum Beispiel mit seinem Bo oder Leonardo mit seinen zwei Schwertern. Die haben natürlich alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, wobei die Unterschiede jetzt nicht so super groß sind, zumindest aus meiner Laienansicht. Kann ich euch wirklich nur wertlos ans Herz legen. Macht sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr ein gutes Beat'em'up auf dem System spielen wollt. Es gibt natürlich noch andere gute Beat'em'ups, aber das hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Kommen wir zu Platz 7 und das wird wahrscheinlich so ein bisschen für manche überraschend sein. Und es war Plock. Ich weiß, komischer Titel für ein Spiel. Plock, Plock, Plock. Klingt komisch, ist aber so. Ist ein super Plattformer, nur in Europa erschienen, wird auch da teilweise in Amerika als Hidden Gem gehandelt. Ist ein super Plattformer und hat erstmal eine super Technik. Ihr seht es selber an den Ausschnitten, Grafik ist super, Sound ist super. 1A, kann man wirklich nichts sagen, super stimmungsvoll. Und an sich ist es ein relativ simpler Plattformer. Als Power-Ups habt ihr so verschiedene Kostüme, die ihr einsammeln könnt, wo ihr verschiedene besondere Fähigkeiten bekommt. Aber die Kernmechanik, die ist durchaus besonders. Und zwar schießt ihr nicht mit irgendwie Energiewaffen oder irgendwie sowas, sondern mit euren Körperteilen, also mit euren Armen und mit euren Beinen. So, die kommen dann wie ein Bumerang zu euch zurück. So weit, so gut. Aber das schränkt euch natürlich auch etwas ein. Und zwar, wenn ihr mit euren Beinen die weggeschossen habt und keine Beine habt, dann könnt ihr natürlich nicht so gut laufen wie sonst. Deswegen könnt ihr die nicht einfach so spammen, dass sie ständig alle rumfliegen, sondern müsst so ein bisschen taktisch vorgehen. Es gibt dann später auch noch so Stellen, wo ihr Sachen frei schießen müsst, wo der Körperteil dann quasi da erstmal hängen bleibt und müsst ihr etwas strategischer umgehen. Zum Schluss wird das Spiel etwas zäh, muss ich sagen, weil ihr so im kompletten Level so bestimmte Flöhe töten müsst und bis ihr da den letzten gefunden habt, die sind teilweise etwas versteckt. Naja. Ist nicht perfekt, aber ein wunderschönes Spiel, wenn ihr mal an etwas anderen Plattformer spielen wollt und so von vielen schon die Nase voll habt, spielt da mal rein auf jeden Fall. Auf Platz 6 haben wir Street Fighter 2 Turbo. Auch da Fighting Games nennt man das Genre, glaube ich, offiziell mittlerweile. Ich bin da kein Experte, nicht mal ansatzweise. Aber bei dem Spiel hatte ich damals richtig viel Spaß gehabt. Und zwar mit meinem Nachbar Carsten habe ich eine Runde nach der anderen durchgehauen. Und ich war noch ganz stolz auf mich. Wir sind immer an dieser Kampagne gescheitert. Also ne, ihr sucht euch einen Kämpfer aus und müsst gegen alle Kämpfer da durchspielen. Wenn natürlich immer schwerer. Boss ist Bison, sollte den meisten ein Begriff sein. Und wir haben immer und immer wieder gescheitert oder sind gescheitert. Und irgendwann habe ich mir den Honda, diesen fetten Sumo-Wrestler genommen und er hat so eine Attacke, diese 1000-Hände-Attacke. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Street Fighter mal gespielt habt. Und damit habe ich mir dann quasi sehr, sehr billig dann meinen Weg durchgebahnt und war dann quasi der Held. Wunderbares Fighting-Game. Ich kann es natürlich in diesem Street Fighter-Kosmos, der mittlerweile gefühlt 1000 Spiele umfasst, nicht näher einsortieren, wie gut das jetzt ist, aber ich habe es damals gespielt, habe es abgefeiert, deswegen in meiner Liste. Kommen wir auf Platz 5. Da ist Super Mario Kart. Ja, da werdet ihr euch vielleicht fragen, warum nur auf Platz 5, wieso nicht höher? Allgemein, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von so reinen Rennspielen, aber Super Mario Kart ist natürlich noch ein bisschen was anderes und ich habe es mit meinem Bruder wirklich hoch und runter gespielt. Im Multiplayer macht es natürlich nochmal mehr Spaß als im Singleplayer. Hat natürlich so sein eigenes Genre quasi erschaffen. Ich meine, es ist sicher nicht umsonst, dass jede Nintendo-Konsole, die danach erschienen ist, bis auf den Game Boy Color vielleicht, ein Super Mario Kart hatte. Das ist Pflicht. Und nicht umsonst auch auf der Switch wurde quasi das von der Wii U nochmal recycelt und draufgemacht und ist dort einer der Bestseller. Das Spielprinzip ist einfach zeitlos. Ich muss euch nicht erklären, worum es genau geht. Ihr kennt das sicherlich alle, das Spiel. Und komischerweise mit meinem Bruder im Multiplayer, wir haben immer die Grand Prix gespielt. Es gibt natürlich auch so einen Versus-Modus, wo ihr so eingegrenzte Arenen habt, wo man sich gegenseitig abwirft. Aber wir haben immer im Grand Prix-Modus gespielt und abgefeiert ohne Ende. Also wirklich super, super Spiel. Kommen wir auf Platz 4. Und das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Und zwar Super Mario World 2. Warum nicht der erste Titel? Der ist ja auch bei vielen auf den vorderen Rängen, sage ich mal. Ja, ich hatte das Spiel damals als Kind nicht. Ich weiß echt nicht, wie es dazu kam. Bei vielen war es dann bei der Konsole dabei. Anscheinend habe ich irgendeine Konsolen-Edition bekommen, wo das Spiel nicht dabei ist. Ich weiß nur, dass es einen Kumpel hatte, der Björn. Und
da habe ich das mal gespielt und auch zugeschaut, ne, wie man es damals halt gemacht hat. Fand ich sehr schön, aber irgendwie, ich bin halt nicht dieser Plattformer-Mensch. Ja? Mich hat damals nicht dieser Reiz erwischt, aber als dann Super Mario World 2 herauskam, habe ich die Grafik gesehen und war hin und weggeblasen, weil sie, das ist was ganz anderes. Das haben sie auch meiner Meinung nach genau richtig gemacht, dass sie nicht einfach Super Mario World 2 gemacht haben, also das Spiel heißt ja so, sondern einen ganz anderen Weg gegangen sind. Und das ist einfach super. Die haben ja diesen Super FX-Chip genommen, ich glaube der Super FX-Chip 2 war das sogar, und haben damit keine 3D-Grafik gemacht, sondern halt diesen speziellen Look. Und den fahre ich einfach ab. Das Spiel ist heute noch wunderschön. Und auch, dass er nicht Mario steuert, sondern Yoshi und mit dem Eierwurf und so weiter. Wunderbares Spiel. Das einzig Nervige ist natürlich, ne, ihr kennt es wahrscheinlich selber, alle, die ihr Spiel gespielt habt, wenn ihr Baby Mario verliert. Und ansonsten wunderbares Spiel. Und für mich einer der besten Plattformer für Super Nintendo. Aber der beste kommt nämlich jetzt auf Platz 3. Donkey Kong Country. Nicht eins, also der erste Teil, nicht zwei, nicht drei. Auch da liegt es daran, neutral betrachtet ist natürlich Donkey Kong Country 2. Das habe ich ja von meinem Kanal hier auch schon in einem Testvideo auch mal durchgetestet. Ist natürlich so ein bisschen neutral betrachtet, vielleicht etwas besser als der erste Teil. Aber den hatte ich auch nicht als Kind, sondern den ersten Teil. Und ich weiß auch damals, wie ich hin und weg war. Diese Grafik, diese vorgerenderte Grafik, das war was ganz anderes. Und ich weiß auch genau, wie dieses Club Nintendo Magazin mit dieser VHS-Kassette ausgeliefert wurde, wo Spielszenen drauf waren, wo man sich selber hochhypen konnte. Und die Musik, die Technik, also Rare hat da im Auftrag von Nintendo oder in Zusammenarbeit mit Nintendo eher gesagt, ein wunderschönes Spiel herausgebracht. Super, kann ich nur wirklich noch jedem empfehlen. Wobei aus heutiger Sicht, wenn ihr keinen persönlichen Bezug zu der Serie habt, ist vielleicht der zweite Teil ein Tick besser als der erste Teil. Aber alle drei Teile sind super. Aber ich glaube, der offizielle Kanon ist, der zweite Teil ist der beste, dann 1 und dann 3. Aber jeder so wie er will und jeder Geschmackssache, das ist ja das Gute an Retro-Spielen. Ne? Aber kommen wir jetzt zu Platz 2 und das ist Zelda 3. Auch das habe ich relativ am Anfang damals zum Super Nintendo bekommen und wirklich abgefeiert ohne Ende. Also ich habe Zelda 1 und 2 damals auf dem NES mal angespielt, aber irgendwie so gar nicht gerafft. Ne? Das Spiel war auf Englisch, man wusste nicht, was man machen soll. Es war irgendwie alles so ein bisschen kryptisch und ich war natürlich auch ein bisschen jünger. Und dann kam dann dieses Zelda 3, es war auf Deutsch. Und das Spiel ist so super und es hatte so super Atmosphäre und die Grafik war herrlich und man konnte sich sofort hinein versenken und das Spiel einfach genießen. Und das war super und ich weiß so genau dieser Moment, wo man diese Lichtwelt durchgespielt hat mit seinen drei Dungeons und dachte, ja, es kommt der Endboss, ne? Dann ist gut. Und dann plötzlich kommt man in die Dunkelwelt und die Spielwelt ist zwar vielleicht dieselbe, aber es gibt noch wesentlich mehr Dungeons nochmal. Ich sag euch, wunderbares Spiel, feiere ich enorm ab. Ist mein zweitlieblings Zelda-Spiel aller Zeiten. Mein erstes ist natürlich Link's Awakening, habe ich hier und da schon mal am Rande, sage ich mal, erwähnt. Aber wunderbares Spiel. Aber genug der Vorrede, kommen wir zu Platz 1. Und zwar Secret of Mana. Auch das ein herrliches Spiel. Ich habe es mit meinem Nachbar Carsten, derselbe, mit dem ich Street Fighter 2 Turbo gespielt habe, im Koop gespielt. Ein Action-Rollenspiel. Und ich weiß noch ganz stolz, das war eines der wenigen Spiele, die ich damals wirklich durchgespielt habe. Irgendwie zieht sich das so bei mir etwas durch, dass ich die meisten Spiele gar nicht so richtig durchgespielt habe. Seltsam eigentlich, ne? Warum auch immer, auf jeden Fall wunderbares Spiel, vor allem auch ein Koop spielbar, was immer sehr schön ist, super Atmosphäre und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn man das Spiel einfach anmacht und dieses und in diese Musik einsetzt, oh, herrlich, super Grafik, super Musik, super Atmosphäre. Es gibt natürlich vielleicht bessere dieser Rollenspiele auf dem Super Nintendo. Manche sind natürlich jetzt hier leider in Deutschland oder in Europa, besser gesagt, nicht erschienen. Aber das fahre ich immer noch total ab und habe einen super Bezug dazu. Das Spiel ist natürlich bei weitem nicht perfekt. Ne? Die Begleiter-KI ist nicht so ideal. Man muss etwas grinden und so weiter. Aber es ist einfach wunderbar. Also es ist wirklich mein Lieblings-Super Nintendo-Spiel aller Zeiten. Aber wie gesagt, bei der Top 10-Liste allgemein, das ist nur eine grobe Orientierung. Es muss nicht auf Platz 1 bleiben. Aber nun gut,
Was ist denn eure Top-Szenisse? Ich will hier nicht so ein typischer YouTuber sein, der euch sagt, packt mal in die Kommentare rein, um irgendwie Interaktionen zu provozieren. Nein, ihr kennt mich. Ich lese mir alle Kommentare durch, ich beantworte alle und ich bin für Tipps wirklich dankbar. Und wenn ihr so eine schöne Top-10-Liste habt und ich Spiel sagt mir gar nicht so wirklich was, ist das ein super Grund für mich, das mal anzugucken. Und mal gucken, vielleicht ist das ja auch was für mich. Und das ist das Gute. Wir tauschen uns aus und dadurch erfährt man auch über neue Spiele, die man sich auch mal angucken kann. Und das ist einfach fantastisch. Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!